Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch zu einem erneuten Video. Es ist 1. Mai, Tag der Arbeit, und ich starte den Tag der Arbeit mit einer Call of Duty Arbeitsrunde. Heute wird wieder gearbeitet. Es ist, und jetzt haltet euch fest, 5 Uhr 20. Ja, 5.20 Uhr ist es gerade. Ich nehme jetzt das Video für euch auf. Wir gucken mal, ob wir eine Runde Cold War finden. Wir spielen Cold War Slums. Es macht gar keinen Sinn. Psychose, was ist hier los? Keiner weiß. Ich habe das Thumbnail für das Video schon auf Krampf gerade gemacht. Heute gab es tatsächlich... Ah ja, nice. Dann warte ich noch kurz vielleicht. Gucken wir mal auf den besten Moment hier. Apex. Oh, holt den ersten. Wechselt zu PPSH 41. Oder wie ich damals mal gehatet wurde, weil PPSH heißt es nicht. Pepecha 41. Starkes Gameplay. Apex Ambrosia. Die Frage ist, hat der Mann wirklich in Cold War jetzt durchgemacht? Für Cold War, weil er so süchtig war? Oder dachte er sich am Tag der Arbeit, naja, Tag der Arbeit ist ja nur in Deutschland ein Feiertag, oder? Dachte er sich jetzt heute Morgen vor der Arbeit oder am Feiertag, ach komm, worüber rede ich? Aha! Das soll nicht das Thema sein, das Thema ist Call of Duty Black Ops 5. Wir wissen alle, dieses Jahr kommt das Call of Duty von Treyarch. Seit 4 Jahren ist Treyarch, diese Tieflieger machen mich so unendlich sauer. Seit 4 Jahren ist Treyarch am Basteln an diesem Call of Duty. Wir haben immer gedacht, feindliches Hub in Position. Wir lieben das Streak-System aus Cold War. Ja, aber den Gunny, den hat er sich trotzdem noch schmecken lassen. Wir haben alle gedacht, Black Ops Gulf War soll es heißen. Black Ops Gulf War. Was ein Scheißname nach Black Ops Cold War, jetzt Gulf War. Cold War war ein ganz gutes Spiel. Ich sag immer noch das schlechteste Black Ops, ganz klar. Black Ops 2 das Beste, Black Ops 1 das Zweitbeste, Black Ops 3. Obwohl Black Ops 1 und Black Ops 3 könnte man auf eine Position stellen. Könnte man echt sagen. Sogar vielleicht Black Ops 3 über Black Ops 1. Black Ops 1 ist viel Nostalgie, aber feindlicher Kampf, Hubschrauber. Ich krieg hier wirklich die volle Breitseite auf dem 1. Mai. Meine Fresse, Triple Cap und alles. Ich box mir gleich selbst ins Gesicht. Und meine Nachbarn boxen mir ins Gesicht, wenn ich hier noch weiter rumschreie. Alle haben Ferien, nur Onkel nicht. Also, was wollte ich sagen? Black Ops 1, 2, 3, 4 war besser als Cold War. Keine Frage. Die Frage ist nur jetzt, wird Black Ops 2024 besser als... Ah, ihr kleinen verf***ten Hurensöhne. Alter, feindlicher Marschflugkörper. Ich raste gleich so aus, Alter. Alles explodiert. Meine Fresse. Ihr wisst ja, dass Microsoft Call of Duty gekauft hat. Der Deal ist über den Tisch gegangen. Irgendwas im Bereich 60 Milliarden Euro. Absolut geisteskrank. Ich glaube, war WhatsApp so ein 2-Milliarden-Deal? Ja, moin, WhatsApp. Also da muss man sagen, die Entwickler von WhatsApp haben reingeschissen. Soll aber nicht das Thema sein. 60, 70 Milliarden für Call of Duty bzw. Activision Blizzard. Das gehört ja noch ein bisschen mehr. Ein paar Mobile Games. Auf jeden Fall soll es ein Xbox Games Showcase geben am 9. Juni. Eine Veranstaltung. Und ein weiteres Logo, eine Grafik wurde noch veröffentlicht in diesem Zuge. Und das sieht alles schon sehr stark nach Call of Duty aus. Und wenn man da nochmal deep dived, wissen wir auch, dass diese 3 Köpfe, Wolfsköpfe, Hundeköpfe, was weiß ich, Bruder Harry Potter für Arme, soll Cerberus sein. Ich habe das bei Fatum-Video gesehen, frag mich nicht, warum Cerberus. Wolfs-Logo, Cerberus. Und aus allen Leaks heraus ging, dass die Entwickler selbst das Spiel intern Cerberus genannt haben, als interner Codename. Und wenn man dann die schwarzen zensierten Balken, die ich jetzt nicht irgendwie zensiert habe, wenn man die dann, weil da gucken ein paar Sachen raus, wenn ihr mal nah genug ranguckt, seht ihr, dass unten was Orangenes rausguckt, unten rechts kommt so eine Schräge, beim ganz unteren so eine Schräge, die ein bisschen aussieht wie ein A, kann man Activision einfügen, wenn man dann den anderen schwarzen Text mit dem Orange passt perfekt Black Ops hin. Das Orange ist wahrscheinlich dann die Zahl von Black Ops, also nicht Gulf War, sondern eine Zahl. Jeder ist sich zu 100.000% sicher. Es handelt sich hier um Call of Duty, es handelt sich um Black Ops. Black Ops bekommen wir, aber nicht Gulf War, was ich schon mal gut finde, weil Gulf War klingt einfach komplett Goofy-mäßig. Black Ops 5. Baby, ich habe wirklich Bock. Es reicht mit diesem Modern Warfare-Universum. Es
kann nicht weitergehen auf der Ebene Warzone 1, 2, 3000. Immer wieder die gleiche Scheiße, die gleichen Layouts, gleiche Feldausrüstung. Ich spucke. Ich hoffe, sie machen es mal wieder frisch. 4 Jahre Entwicklungszeit, wenn sie das reinscheißen, stinksauer. Ich würde ehrlich sagen, das könnte nochmal ein Kracher werden. Und wenn das nicht kracht, dann... Also wenn du mich noch einmal mit deinem Crossbow tötest, ich schwöre, dann ist was los. Nichts ist los. Es wird nichts passieren mit dir. Du kannst schön weiter vor deinem gammeligen Muggel-Setup sitzen, mir Side-Ons, Turn-Ons geben mit deinem gottlosen Armbrust. Also ich probiere die ganze Zeit zu sagen, wenn das Spiel nicht zündet, dann wüsste ich nicht, was zünden soll noch in der Zukunft von Call of Duty. Irgendwie ist das alles so ein bisschen ausgekaut, ausgelutscht, 1000 Mal gesehen. Boah, es ist so verschwitzt. Es ist einfach verschwitzt. Nein, komm bitte, bitte, bitte verschone mich doch. Bitte lass mich doch in Frieden mit deinem Schreibt mal gerne in die Kommentare, seid ihr gehypt ein bisschen? Deluxe Edition 120 € ist vorbestellt. Oder was sagt ihr, der Mann hier wirklich so am Reinspringen? Es ist unglaublich. Würde mich mal wirklich interessieren. Ihr könnt mir gerne mal auch schreiben, was das neue Call of Duty quasi braucht. So eine Wunschliste. Da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu, was ich mir wünsche, was ich auch glaube, was das Spiel haben muss, damit es langfristig Erfolg hat. Ich werde auf jeden Fall reinschwitzen, so wie Modding um 6 Uhr morgens in einer Cold War-Runde. Na klar. Das wird auf jeden Fall... Ey, der Typ, wie kann man so ein... Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen 1. Mai. Der Papa geht jetzt gleich schlafen. Dann bin ich eigentlich verabredet um 12 Uhr mit Freunden. Ach du Scheiße, das kann ja nichts werden. Lauf weg, bitte, lauf weg. So, komm, jetzt noch einmal hier einen aufspielen. Nein, nicht er. Was ist das denn für eine OP-Waffe? Wieso trifft er jeden Schuss damit? Jeden. Wir müssen es jetzt hier nicht nur auf Krampf in die Länge ziehen. Spectre hat hier nochmal ein wunderschönen Quickscope für uns, für die Killcam. Das war das Informationsvideo. Black Ops 5 kommt. Schreibt es in die Kommentare. Freut ihr euch? Checkt unbedingt den letzten John Rage Merch aus. Ihr wisst Bescheid. Die letzte Woche wird der verkauft. Danach geht der für immer out of store. Wenn ihr nochmal zuschlagen wollt, großer Rabatt. Ich freue mich über euren Support. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen 1. Mai. Ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe wirklich jetzt in den verdienten Schlaf, um Gottes Willen. Ich freue mich auf den Tag. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao. Ciao.